Wenn ihr soweit seid, brechen wir Richtung Denerim auf. Ausgezeichnet. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Landings war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er wird sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelins Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin und ich führe ihre Armeen. Ah, der Rekrut der Grauen Wächter. Dachte schon, dass wir uns wiedersehen. Mein Beileid für das, was den Euren widerfahren ist. Es ist bedauerlich, dass Sie sich gegen Ferelden gestellt haben. Hütet eure Zunge, das ist meine Stadt. Kein guter Ort für Worte des Verrats, ganz gleich, wer sie äußert. Es heißt, eure Krankheit hätte euch geschwächt, Eamon. Nicht wenige machen sich Sorgen, ob ihr Ferelden weiterhin beraten könnt. Meine Krankheit? Nennt es doch ruhig euer Gift. Wie wird das wohl beim Landding klingen? Nicht jeder wechselt seine Loyalität so rasch wie ihr und diese Kriecher an eurer Seite. Ihr wart wirklich schon lange nicht mehr bei Hofe, Eamon. Erkennt ihr Randon Howe nicht, Arl von Amaranthine und Taryn von Highever? Und seit Uriens beklagenswertem Schicksal bei Ostagar auch Arl von Denerim. Der Regent ist großzügig zu jedem, der sich als loyal erweist. Schweigt, Flegel. Höhergestellte unterhalten sich. Genug, Catherine. Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden nehmen. Unser Volk ist verängstigt. Unser König ist tot. Und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Kaelin vertraute auf die Stärke der Grauen Wächter gegen die dunkle Brut und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten. Ich kann euch nicht vergeben, Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Tharyn-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Oh, mehr muss ich nicht tun? Nur keinen Druck. Der Kaiser von Orlé dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Nun, das war erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass Logan sich so schnell offenbart. Das weiß nur der Erbauer. Vielleicht ist er wahnsinnig. Ich dachte, eher fliegen Schweine, bevor Logan McTeer sich gegen unseren König stellt. Als meine Schwester König Marek heiratete, war er noch im Exil.
Er und Logan waren damals untrennbar. Der wilde Prinz, der noch nie ein Schloss von innen gesehen hatte, und der Bauernsohn, der angeblich die Wiedergeburt eines alten Generals war. Als Logan sich Mareks Rebellen anschloss, war er nur ein magerer Junge. Aber er fiel auf die Knie und schwor, er würde Ferelden befreien oder bei dem Versuch sterben. Gegen die Olesianische Besatzung. Mareks Mutter war die Rebellenkönigin. Durch sie schlug das Herz von Ferelden weiter, obgleich es schon aussah wie tot. Eine Tragödie, dass sie die Intronisation ihres Sohnes nicht mehr miterleben durfte. Aber wir sind gerade erst angekommen. Ruht euch ein wenig von der Reise aus. Sobald ihr euch ein wenig umgesehen habt, kommt in meinen Wohnraum. Dann besprechen wir unseren Plan im Einzelnen. Wenn ihr bereit seid, unsere Strategie zu besprechen, findet ihr mich oben in meinem Wohnraum. Dann überlegen wir uns unseren Plan für das Landting. Entschuldigt mich, ich muss im Wohnraum des Aals Staub wischen. Der Kämmerer mag uns nicht. Hätte Lady Isolde mich letztes Jahr nicht selbst aus Redcliff hergebracht, hätte ich hier nie eine Stelle bekommen. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Wächter, ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Warum stellen wir nicht erst sicher, dass Logan uns nicht alle hinrichten lässt und kümmern uns danach um die Siegesfeier? Das ist Erlina. Sie ist... Ich bin Königin Anoras Kammerzofe. Sie hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Aber vielleicht will die junge Dame lieber für sich selber sprechen. Ich bin wegen Logans Tochter hier, nicht wegen Logan. Die Interessen der beiden sind nicht mehr so ähnlich wie früher. Die Königin ist in einer schwierigen Lage. Sie hat ihren Mann geliebt und ihrem Vater anvertraut, damit er ihn beschützt. Er kommt aber ohne König zurück und es gibt üble Gerüchte. Was soll sie davon halten? Sie macht sich also Sorgen. Aber wenn sie ihn darauf anspricht, antwortet er nicht. Er sagt nur, sie solle sich nicht weiter beunruhigen. Meine Königin vertraut ihrem Vater nicht mehr. Aber Logan ist sehr raffiniert. Ganz anders als Randon Howe, der in alle Geheimnisse eingeweiht ist. Sie geht also zu Howe. Dass die Königin den neuen Earl von Denerim besucht, gebietet schon die Höflichkeit. Sie verlangt Antworten von ihm. Sie wissen jetzt, dass sie eine Bedrohung für die Macht ihres Vaters darstellt. Ich glaube, dass ihr Leben in Gefahr ist. Howe hat gesagt, tot sei sie als Verbündete wertvoller als lebendig. Vor allem, wenn Earl Eamon daran schuld wäre. Wir haben wohl keine Wahl und müssen Anora vertrauen. Die Königin ist beliebt. Wenn Logan mir die Schuld an ihrem Tod in die Schuhe schieben könnte, ich bin nicht sicher, ob wir das Risiko eingehen können. Ich fürchte, wenn es eine ist, sind wir bereits darin gefangen. Sie können Anora töten und uns beschuldigen, ob wir nun aktiv werden oder nicht. Nur wenige glauben eher uns als Logan. Wir können uns nur wehren, wenn die Königin in unserer Hand ist. Ich habe einige Uniformen. Earl Howe stellt täglich neue Wachen ein. Da fallen ein paar mehr gar nicht auf. Ich zeige euch den Dienstboteneingang.
Wir müssen rein und mit meiner Königin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Danke, Wächter. Wir sollten uns beeilen. Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Nur zu. Natürlich. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Es lässt sich nicht so leicht verteidigen, wie ich gehofft hatte. Aber es wird genügen. Was ist euer Begehr, Kadan? Wie ihr wünscht. Wenn mich noch ein Diener fragt, ob ich mich umziehen möchte, stecke ich das Haus in Brand. Was liegt an? Ihr steckt wirklich voller Fragen. Seine Lordschaft schickt keine Nachricht, dass er kommt, und jetzt ist das Haus voller Gäste. Andraste, schütze uns, das wird mein Untergang. Alles hier drin scheint zerbrechlich zu sein. Das ist äußerst unpraktisch. Ja, seine Abenteuer sind interessant, auch wenn die Chancen auf Erfolg bemerkenswert gering sind. Es wäre vermutlich vernünftiger, sich einfach von einer Klippe zu stürzen. Möchte es, dass ich gehe, dann werde ich es tun, obwohl ich keinen Grund dafür sehe. Zweifellos. Ohne mich müsste es sein Inventar selbst tragen. Wir sollten uns vielleicht wieder auf den Weg machen. Selbst ohne diese Trödelei hat es nur geringe Chancen auf Erfolg. Seine Lordschaft hat Lady Isolde nicht mitgebracht. Warum wohl? Wisst ihr, daran könnte ich mich gewöhnen. Bei meinem letzten Besuch in Denerim stieg ich in einer Taverne ab, in der sogar die Bettwanzen Flöhe hatten. Was sagt ihr? Schon wieder? Ich bin bereit. Mal was anderes als immer nur im Wald zu schlafen, nicht wahr? Kann ich euch irgendwie helfen? Denerim ist die wichtigste Stadt von Ferelden, nicht wahr? Es ist der Sitz der Macht, das Juwel der Königskrone. Es ist das Herz von Ferelden. Seine Mauern sind stark und umschließen große Schönheit. Schön wie das ganze Land und sein Volk. Hoffentlich ist die Unterkunft nach eurem Geschmack, Wächter. Lasst mich wissen, wenn euch etwas stört. Ugh!
Ich bin hier, altes Mädchen. Worüber genau? Sie ist einfach fantastisch. Anfangs war mir ein wenig mulmig bei all dieser Luft, aber es gibt einfach so viel davon. Niemand weiß, wer man ist oder was man macht. Und dann das Bier. Wer hätte gedacht, dass man aus Getreide Bier herstellen kann? Ich muss allerdings zugeben, dass ich meine Heimat vermisse. Ein ganz klein bisschen. Das war es. Aber es ist auch meine Heimat. Fliegen leben in Misthaufen. Aber ich wette, sie würden sie auch vermissen. Aber selbst wenn ich wollte, kann ich nicht zurück. Ich wäre lieber tot, als in Ozamar als Kastenloser zu leben. Oh, entschuldigt, aber ihr müsst doch zugeben, dass im Zweifel eine nette, saubere Bestattung ziemlich verlockend klingt, oder? Ich schätze, ich bin lieber hier draußen ein nutzloses Stück Zwerg als zu Hause. Das ist nett von euch, Wächter, aber ich weiß, auf welcher Seite des Hauses der Abort steht. Hey, lasst uns etwas suchen, das wir erschlagen können, ja? Dieses ganze Gerede macht mich unruhig. Helena, wie oft muss ich es dir noch sagen, bevor du es in deinen dämlichen Schädel bekommst? Wenn du nachts keine Kohle nachfüllst, kann der Eintopf überhaupt nicht kochen. Ich kümmere mich darum. Das Abendessen ist noch nicht fertig, also frag gar nicht erst. Es wird serviert, wenn es... Ich kann jetzt nicht reden, Sir. Sonst zieht Herrin Agatha mir das Fell über die Ohren. Sie muss gar nicht schreien. Ich habe sie die letzten 6 Mal auch gehört.